Herzlich willkommen, Timon Pauls, auf dem Aufstiegskongress. Hast heute das Nachwuchsforum gehalten. Inwieweit benutzt du oder helfen dir auch technische Hilfsmittel? Und inwieweit musst du aber auch deine eigenen menschlichen Kompetenzen einbauen, um gute Spieler zu finden? Ja, ich denke, wir nutzen Technik quasi immer oder diese Daten immer unterstützend. Das heißt, es bestätigt dann im Endeffekt unseren Eindruck. Also entweder wir nutzen es, also klar ist immer davor. Das heißt, wir nutzen Daten, um einfach davor schon zu filtern, was für uns interessant sein könnte. Aber vor allem dann auch nochmal, um unseren Eindruck zu festigen, um unseren Eindruck zu bestätigen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Komponente. Am Ende ist aber immer dann, ja, dann einfach unser Eindruck, unser Gefühl, mehrere Sichtungen, die wir halt nutzen, um halt Geschichte dann final zu bewerten. Aber in der heutigen Zeit, klar, wäre es fatal, wenn man das nicht nutzen würde, die Daten, die einem zur Verfügung stehen und die Technik, die man nutzen kann, von dem her extrem wichtig in der Vorbereitung, aber auch eben während dem Prozess dann. Mhm. Ist es nicht eindeutig günstiger, wenn man sich nur Videos angucken würde, oder was spricht dagegen? Man würde Reisekosten sparen, aber wieso fliegt man dann, sage ich mal, nach Ghana oder nach Südamerika? Mhm. Ja, wir versuchen natürlich schon, also je nach Vereinsgröße, generell gut, wir jeder Kosten sparen, wir natürlich diese Reisekosten so gering wie möglich halten, aber wir versuchen viel über das Video abzudecken, definitiv, aber ich denke, so dass der persönliche Eindruck, der Eindruck im Stadion vom Scout, das ist einfach das, was für uns einfach das meiste Gewicht hat. Nichtsdestotrotz natürlich in der Vorbereitung, aber auch in der Nachbereitung nutzen wir extrem viel Video, aber ich denke, das ist wirklich vor Ort, live im Stadion, die Atmosphäre damit zu nehmen, das Ganze auch besser einschätzen zu können, wie der Spieler eben unter gegebenen Umständen performt, das ist für uns eben das Entscheidende. Ja. Glaubst du, dass in den nächsten Jahren noch mehr Tools zur Verfügung stehen, um das Ganze noch zu vereinfachen? Oder wo geht die Entwicklung hin? Ja, ich denke sicherlich, es wird alles noch gläserner, es wird auch ja demnächst schon kommen, dass der Fan schon teilweise im Stadion Daten abrufen kann über das Handy, über gewisse Apps, von dem her 100%. Ich denke, da muss man auch total wach sein, um da keinen Schritt zu verpassen. Wir hören uns einige Anbieter auch an, auch einige neue Ideen. Ist, glaube ich, extrem wichtig, da mit der Zeit zu gehen und auch gegebenenfalls mal was, ja, total Innovatives zu nutzen, was vielleicht die Konkurrenz noch nicht benutzt, weil am Ende ist natürlich auch immer eine zeitliche Thematik. Also, ja, bin ich früher dran, habe ich vielleicht auch Möglichkeit, früher auf den Spieler zuzugreifen. Von dem her ist es auf jeden Fall extrem wichtig, dass man diese Sachen nutzt. Ja, unterstützen, auf jeden Fall. Ansonsten, der Aufstiegskongress, du hast jetzt ein paar Vorträge gesehen, hat es dir gefallen und was hat dich vielleicht jetzt besonders emotional angehaucht? Ja, ist generell total interessant. Also wir versuchen auch immer uns auch im Scouting-Team, aber generell im sportlichen Bereich weiterzubilden und einfach auch zu gucken, wie sieht es in anderen Sportarten aus. Also von dem her auch jetzt, vor allem jetzt gerade der letzte Vortrag von Jan Frodeno, natürlich total interessant, weil es einfach viele Komponenten sind, die man sicherlich auf den Fußball übertragen kann. Mhm. Und von dem her, glaube ich, muss man einfach immer nur wissen, wie man die Dinge dann in seinem Bereich transferieren kann und sich was rausziehen kann. Von dem her total lehrreich und interessant. Und eigentlich müsste man noch viel öfter solche Veranstaltungen machen, um eben auch gewisse Dinge dann für seine Arbeit mitzunehmen.